meinerseits. Ich bin von der Firma Egosoft und wir machen diese X-Reihe schon ein paar Jahre. Ich wollte als erstes mal fragen, wer von euch hat schon mal ein X-Spiel gespielt? Okay, das sind viele, aber längst nicht alle. Okay, dann fange ich mal ganz am Anfang ganz kurz an. Unsere Spielereihe fing 1999 mit einem Spiel namens Experience the Frontier an. Dann kam Extension, dann X2 die Bedrohung, X3 Reunion, dann Terran Conflict und zuletzt Albion Prelude. Das kam 2011 raus und wir haben dann noch ein Update dazu gemacht. Zuletzt erst vor ein paar Monaten die Version 3.0, die hat den Plot wieder verdoppelt. Sowas machen wir eigentlich mit unseren Spielen meistens und wiederbeleben diese auf diese Weise ziemlich lange und haben eine sehr aktive Community auf diese Weise auch gewonnen, die eigentlich schon 99 anfing und immer größer geworden ist im Laufe der Jahre. Und auf diese Weise haben wir im Grunde auch die Spiele entwickelt. Wir haben das sehr genossen, mit der Community zusammenzuarbeiten, unsere Spiele zu machen und immer wieder zu hören, was den Leuten gefällt. Das ist eine Weltraumsimulation und offensichtlich gab es da eine sehr begeisterte Fangemeinde, die sich da auch schon früh eingefunden hat. Und wir haben dann halt immer gehört, was wollt ihr in dem Spiel zusätzlich gerne drin haben. Also nachdem wir mit X-Beyond fertig waren, haben wir sofort Feature gesammelt für Extension, dann für X2, für X3. So ging das immer weiter. Das war eine tolle Art der Arbeit für uns, weil wir auch immer schon ein Spiel hatten, auf das wir dann weiter aufbauen konnten. Leider hat das aber auch einen großen Nachteil, weil auf diese Weise hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen immer höheren Turm bauen mit Featuren, die wir so aufeinander drauf stapeln. Und das ist ein bisschen, ja, im Laufe der Zeit ein bisschen ein wackeliger Turm geworden. Und das Problem dabei ist, dass die Leute, die neu in das Spiel reinkommen, ein bisschen erschlagen werden von all den Möglichkeiten. Vor allen Dingen erschlagen werden auch von vielen Menüs. Da gibt es also einfach zu viel, was am Anfang direkt präsentiert wird, zu viele textlastige Menüs und einfach ein Spiel, das ein bisschen, ja, das darunter leidet, dass es eben nie wirklich dafür designt worden ist, all diese vielen Feature von vornherein auch zu unterstützen. Für die Leute, die von Anfang an dabei waren, war das super, aber wenn neue dazu kamen, hat das leider nicht ganz so gut funktioniert. Und das haben wir uns eigentlich schon, nachdem wir mit X3 Reunion 2005 fertig waren, überlegt, wir müssen das mal wirklich neu designen, nochmal grundlegend von vorne anfangen. Und deswegen sind wir da jetzt auch schon inzwischen seit wieder 7 Jahren dran. Wir arbeiten in der ganzen Zeit jetzt an diesem neuen Spiel X-Rebirth, was versucht, viele dieser Probleme zu lösen. Eine andere Sache, die wir auch versuchen damit zu erreichen, ist, Space Games einfach wieder in den Massenmarkt zurückzuholen. Denn das ist das andere, was uns eigentlich auch schon damals so Mitte der 2000er Jahre aufgefallen ist, dass die Space Games zwar cool sind und auch eine sehr eingefleischte Fangemeinde haben, aber doch nicht mehr so einen Massenmarkt erreichen, wie das in den 90ern zum Beispiel der Fall war. Damals gab es die Wing Commander Serie von Chris Roberts. Jetzt kommt ja gerade auch da wieder was Neues, was wir toll finden, und es ist super zu sehen, dass es da jetzt mehr Bewegung wieder gibt, aber leider war das zu der Zeit, als wir angefangen haben mit X-Rebirth, noch nicht so abzusehen. Und wir haben uns überlegt, woran kann das liegen, dass Weltraumspiele nicht so erfolgreich sind. Und meiner Überzeugung nach liegt das größtenteils daran, dass die Action einfach nicht so kurz und nicht so schnell funktioniert wie in einem First-Person-Shooter. Denn in der gleichen Zeit sind die First-Person-Shooter immer erfolgreicher geworden. Und wenn man sich das anguckt, was man da macht, wenn man durch einen Level läuft, wenn man Wände sieht, rechts und links Wände, Gegner können sich verstecken in Nischen, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit einem Level. Da ist die Interaktionsrate, die der Spieler macht, viel, viel höher als in einem Space Game, bei dem du im Grunde die meiste Zeit geradeaus fliegst und immer nur auf große Entfernungen zielst. Deswegen war eine der Sachen, die wir uns überlegt haben, die wir unbedingt machen müssen, um die Weltraumspiele schneller zu bekommen und spannender zu bekommen, dass wir die Action näher an die Raumstationen ranholen. Wir haben deswegen im Grunde Weltraumstädte erschaffen. Die sieht man hier hoffentlich auch oft in den Szenen da oben. Wirklich nicht nur einzelne kleine Raumstationen, sondern gigantische Installationen von Städten. Und das Schwierigste dabei ist im Grunde auch, das Leben in diese Städte reinzubekommen. Also zum Beispiel Tausende von Schiffen, die da durchfliegen können. Und das muss natürlich die AI auch erstmal unterstützen, dass das funktioniert. Aber auch auf den Oberflächen dieser Stationen wirkliche Elemente zu haben, mit denen man was machen kann. Nicht so wie in unseren Spielen in der Vergangenheit. Da gab es auch schon einigermaßen große Stationen, aber leider waren die im Grunde nur große Objekte, auf die man entweder insgesamt geschossen hat oder man hat halt angedockt. Aber jetzt gibt es Hunderte, teilweise Tausende von Oberflächenelementen auf diesen Stationen. Das können Turrets sein, das können Schildgeneratoren sein
Missile Launcher, alles Mögliche. Auch natürlich die Dinge, die zur Wirtschaft gehören, die Produktionskomponenten für die Waren. All solche Dinge werdet ihr, hier ist gerade ein sehr schöner Shot von so einer Weltraumstadt zu sehen. Da gibt es einfach sehr, sehr viel zu entdecken. Und es gibt sehr viele Dinge, die eben für den Kampf, für den taktischen Kampf sehr wichtig sind. Dadurch versuchen wir den Kampf, soweit es geht, nah in die Geometrien reinzuholen und euch damit einen Level zu geben, mit dem ihr euch auseinandersetzt. Das ist ganz wichtig. Das beschränkt sich auch nicht nur auf Raumstationen. Das ist genauso auch bei Capital Ships der Fall. Ein Capital Ship soll auch nicht nur ein großes Objekt sein, sondern soll aus ganz vielen Oberflächenelementen bestehen, mit denen ihr euch einzeln beschäftigen könnt. Das sind so ein paar Worte zu den großen Änderungen. Jetzt gucken wir uns zuerst mal kurz den Trailer zum Spiel an. Pilot of the Pride of Albion, a flying fortress and the home to your crew. Discover factories and space stations swarming with life. Manage your empire with help from people you hire aboard gigantic space cities. Quickly travel in fast-paced space highways. Explore the outskirts of the largest and most amazing X-universe ever. Your actions truly matter when every ship and every space station is a part of a fully simulated universe. Control drones for special tasks and let your crew pilot large ships to run your empire. Everything is mined and traded based on supply and demand. Exploring space cities rewards you with great discounts for your trade ships. Maximum freedom in space. Fast-paced action in epic space battles. Be a trader, a pilot, a fleet captain, or create your own empire. It's all up to you. Trade, fight, build, think. In the X universe. The biggest sandbox this side of the galaxy. Freedom in an authentic universe. Where your actions truly matter. Ja, ein Element, was man hier in dem Trailer auch kurz gesehen hat, was auch zu den Änderungen gehört, die wir uns damals überlegt haben, die nötig sind, um so ein Spiel wirklich etwas massenmarkttauglicher zu machen, sind die Highways, von denen da die Rede war. Denn ein anderes Problem, was ich wirklich generell bei Space Games sehe, ist, dass man einfach Größe braucht, aber mit der Größe oft auch Langsamkeit bekommt. Wenn man riesige Level macht, riesige Sektoren in unserem Fall, dann gehen unweigerlich auch die Reisezeiten hoch.
Und Reisezeiten durch Leere sind nun mal leider langweilig. Und wir wollen dem Spieler die Möglichkeit geben, selber zu wählen, ob er sich schnell bewegen will oder ob er die Größe genießen will und Exploration betreiben will, ob er Sachen entdecken will, in Asteroidenfeldern zum Beispiel. Und das ermöglichen uns die Highways. Die Highways ermöglichen es dir, von einer City, von einer Stadt zur anderen sehr schnell zu kommen, Missionen zum Beispiel zu spielen, ohne große Verzögerungen. Und während du im Highway drin bist, hast du auch immer Leben um dich herum, genauso wie in den Städten, sodass da auch die ganze Zeit Action dran dabei ist. Aber wenn man es will, kann man die Highways an jeder Stelle verlassen und zum Beispiel Asteroidenfelder erkunden, Schätze finden, Mining betreiben, gute Asteroiden finden. Okay, jetzt zeige ich euch mal kurz die Demo, die auch hier für die Messe gemacht wurde und die man hinten auch spielen kann. Hier sieht man schon so ein bisschen die Belegung der HUD-Elemente. Ich zeige sie aber auch jetzt gleich nochmal im Spiel. Jetzt komme ich gerade in mein Schiff rein und ein ganz wichtiges Element sieht man hier nämlich schon neben mir sitzen. Das ist meine Co-Pilotin. Die wird auch nachher für komplexere Dinge sehr wichtig werden. Was ich hier in der Demo zeige, ist jetzt mehr so der normale Kampfteil, weil in den 10 Minuten kann ich kaum Handel und Aufbau vorführen. Aber für komplexere Dinge wird die Pilotin sehr wichtig. Generell ist es bei uns so, dass sehr viel über Figuren, über Menschen läuft. Jetzt erstmal hier ein bisschen was zur Steuerung. Ich führe das Spiel mit einem Controller vor, weil das war auch eines unserer Ziele, das zu schaffen, dass es mit einem Controller spielbar wird. Der rechte Stick dient dabei der Steuerung, der linke Stick dem Straving. Hier kann man das noch nicht so deutlich sehen, dass ich jetzt strave. Man sieht es ein bisschen am Stardust, der sich bewegt. Aber wenn man nachher näher an zum Beispiel dieser Raumstation da hinten im Hintergrund ist, dann wird man das sehr merken, dass man sich sehr stark auch seitlich bewegen kann. Die Geschwindigkeit meines Schiffs kann ich mit dem linken Trigger-Button erhöhen. Dann sieht man unten in der Mitte den Speedbar hochgehen. Mit dem Shoulder-Button kann ich bremsen oder rückwärts fliegen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, den linken Stick runterzudrücken und damit zu boosten. Das ist meine Möglichkeit, relativ kurze Strecken zu überbrücken. Das ist also sozusagen die schnellste Methode außerhalb der Highways. Jetzt gibt es hier Mission Targets. Wie ihr seht, ist da unten dieser gelbe Balken. Der sagt mir mal, was mein Mission Objective ist. Und der gelbe Pfeil zeigt Richtung zu meinem ersten Mission Target Objekt. Das sind die roten Rechtecke da hinten vor mir. Durch die gelben Icons wird gezeigt, dass das Missionsziele sind. Natürlich in diesem Fall feindliche, deswegen sind sie rot. Ich kann mit dem rechten Trigger schießen. Das ist meine Primärwaffe. Die seht ihr hier unten auf dem kleinen Bildschirm. Auf dem zweiten Bildschirm daneben, auf der linken Seite, seht ihr mein zweites Waffensystem. Das sind Raketen. Ich fliege mal was näher ran. Ich kann also jetzt auf die Ziele schießen. Das hier sind natürlich nur ein paar Tutorial-Objekte, die sich nicht bewegen. So, jetzt wechsle ich mal meine Primärwaffe, indem ich auf dem Digipad nach oben drücke. Das ist jetzt eine Waffe, die direkter und gezielter den Schaden anrichtet und deswegen für stillstehende Objekte natürlich besser geeignet ist. Und mit dem rechten Shoulder-Button kann ich Raketen abfeuern. Das sind jetzt aber Raketen ohne Zielfindung. Gleichzeitig kann ich mit dem Digipad wieder auch den Raketentyp wechseln. Aber jetzt geht schon die Demo los. Hören wir uns mal an, was es da zu tun gibt. This is Halifax. We've got a small Reaver force here. Looks like they're turning to engage. That's enough Reavers to give us some trouble. Agreed. We have to stick close together and not get drawn off. There's that. Or we can bring in the tank. Captain? Roger that, Lieutenant. On our way. Das ist mein Schiff. Und jetzt seht ihr schon da hinten die Gruppe von Feindschiffen, die sich an meinem Mining-Schiff zu schaffen macht. Das ist nicht mein eigenes, aber das sind Alliierte, die hier minen wollen. Und ich muss jetzt dieses Schiff beschützen. Also fliege ich zuerst mal darauf ein bisschen zu und werde jetzt zusammen mit den alliierten Schiffen diese roten Ziele angreifen. Ich habe jetzt gerade gewechselt auf einen Raketentyp, der eine Guided Missile ist. Und sobald ein Schiff wie dieses jetzt ein Soft Target ist, kann ich eine Guided Missile abschießen. Die trifft dann zuverlässiger, sollte eigentlich treffen. Ja, da hat sie es. Jetzt seht ihr auch, da hat es schon einen Drop gegeben. Dieses kleine Objekt, was da jetzt rumfliegt, was mir das HUD zeigt, das habe ich jetzt aufgesammelt. Das wären jetzt Swarm Missiles. Leider sind die in der Demo nicht erlaubt, deswegen bringen die mir jetzt leider nichts. Aber im normalen Spiel wäre das jetzt ein ziemlich guter Fund. Ihr seht die Objekte, die hier am Rand rumkreisen. Das ist im Grunde mein Radar. Auf diese Weise kann ich sehen, was hinter mir passiert. Hier ist wieder ein Zielobjekt. Jetzt versuchen wir es mal einfach nur mit der Primärwaffe abzuschießen.
Wenn man direkt trifft, ist es ziemlich einfach. Mein Schiff ist hier an dieser Stelle natürlich schon etwas hochgerüstet. So gut wird es am Anfang des Spiels nachher nicht sein. Wir müssen uns hier weiter erstmal ein bisschen darum kümmern, dass das Mining-Schiff nicht zu sehr Schaden nimmt. So, da gibt es wieder ein paar Raketen. Das waren Guided Missiles. Die sind sehr nützlich. Hier habe ich jetzt 13 Stück, wie ihr da unten auf dem Monitor sehen könnt. Was da übrigens noch zu sehen ist, etwas darüber, das ist mein Schildbar. Und wenn ich jetzt den Boost-Antrieb benutze, wenn ich jetzt den Thumbstick drücke, könnt ihr sehen, dass das zu Lasten von meiner Schildenergie geht. Das heißt, ich booste jetzt mal gerade hier zu dieser Station rüber und ignoriere jetzt mal kurz meine Mission, um euch ein bisschen zu zeigen, wie so eine Weltraumstadt denn genauer aussieht und was es da so zu tun gibt. So, ich fliege hier mal ein bisschen tiefer rein. Und dann seht ihr schon, dass das HUD, also diese blauen Elemente, mir hier einige Sachen hervorhebt. Das sind also nur ein paar Beispiele, besondere Dinge. Zum Beispiel das hier gerade vor mir, was ich jetzt selektiert habe, das wäre eine Missionsoffer. Das sind generische Missionen, die kann man überall annehmen. Weiter hinten, da vorne auf der rechten Seite, das da, das sind Trade Offers. Das heißt, an diesen Stellen, die erkennt man auch daran, dass da meistens Werbetafeln sind, so wie hier, und es da Docks für kleine Drohnen sind, da kann man Handel betreiben, aber nicht den Handel, wie ihr ihn aus den alten Spielen kennt, wo ihr selber andockt und Waren kauft und verkauft mit eurem eigenen Schiff, sondern hier gibt es nur Angebote. Man würde das jetzt normalerweise auf dem Monitor auf der rechten Seite sehen. In der Demo gibt es da leider jetzt nichts zu kaufen. Oh, da ist ein Bösewicht. Ah, dann lassen wir jetzt mal in Ruhe. Vielleicht schießt die Lichtstation dann auch ab. Die Waren werden hier nur beauftragt. Das heißt, ihr könnt sehen, was es da zu kaufen gibt. Und gebt dann an einem eurer anderen Schiffe, zum Beispiel Capital Ships, große Transporterschiffe, den Auftrag, die Waren abzuholen oder sie woanders hinzubringen. Auf diese Weise müsst ihr nicht selber rumfliegen und wir können den Handel wesentlich realistischer darstellen. Denn jetzt ist es möglich, dass hier zum Beispiel, wenn ein Capital Ship hier andockt, zum Beispiel 10 Minuten beladen werden muss. Man sieht dann richtig die Drohnen rauskommen, man sieht, wie das Capital Ship parkt. Und das Ganze kann eine ganze Weile dauern. Dieser langsame Aspekt des Handels, den könnt ihr beobachten, wenn ihr das wollt. Ihr könnt dann natürlich auch mit dem Capital Ship mitfliegen oder es begleiten. Ihr müsst es aber nicht. Ihr könnt in der Zwischenzeit schon wieder eine Sell-Offer zum Beispiel suchen, wo ihr diese Waren, die ihr gerade gekauft habt, wieder teuer verkaufen könnt. Oder ihr könnt parallel mit mehreren Schiffen handeln. Oder einfach Missionen ausführen. Das heißt, das Ganze kann parallel passieren und es ist eben nicht verpflichtend, dass ihr selber die Waren abliefert. Was noch interessant ist, da hinten, das ist eine Plattform. Da fliege ich jetzt mal gerade rüber und lande mal auf der Station. Das geht hier in der Demo nicht ganz so einfach, weil die Demo dafür eigentlich nicht ausgelegt ist. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Ich drücke jetzt den A-Button für Interact und wähle dieses Menü aus. Das Ganze geht selbstverständlich auch mit der Maus. All diese Icons, alle HUD-Elemente könnt ihr auch mit der Maus anklicken. Jetzt das Rumlaufen auf der Station. Das wird jeder von euch sofort verstehen. Das funktioniert wie in jedem Shooter und ihr könnt entweder mit der Tastatur WASD steuern. Hier seht ihr übrigens euer eigenes Schiff oder eben, wie ich das jetzt gerade mache, mit dem Controller. Ich verlaufe jetzt mal hier in die Station rein, da hinten ist eine Tür. Der Sinn dieser Stationen ist größtenteils Interaktion mit Menschen. Diese ist jetzt hier noch relativ leer. Wie gesagt, die Demo ist nicht darauf ausgelegt, dass es hier jetzt was anderes zu tun gibt als die Mission, die ich hier spiele. Aber wie ihr seht, gibt es hier Räume. Und normalerweise, gibt es da auch Menschen, so wie diesen hier zum Beispiel. Die Leute könnt ihr ansprechen, ihr könnt ihre Fähigkeiten sehen. Ihr seht das jetzt auch oben im Monitor. Und solche Leute, wenn sie denn dann gut sind, für eure eigenen Zwecke anheuern. Menschen sind das wichtigste Interface in diesem Spiel. Denn mit Leute, die für euch arbeiten, nehmen euch normalerweise die meiste Arbeit ab. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr eine eigene Fabrik betreibt, braucht ihr einen Manager. Der Manager ist danach das Interface, um alles mit der Station zu besprechen. Es gibt natürlich trotzdem nach wie vor Menüs, die sind manchmal einfach nötig, um euch eine Übersicht zu geben. Aber diese Menüs öffnet ihr normalerweise immer im Gespräch mit einem Manager. Das heißt nicht, dass ihr vor Ort sein müsst. Ihr müsst nicht unbedingt bis zu dem Manager selber in Person hingehen, sondern ihr könnt ihn auch, wie es in der Vergangenheit auch schon üblich war, ihn über Funk sozusagen ansprechen. Aber ihr könnt, wenn ihr das wollt, ihn auch auf der Station persönlich treffen. Aber was wichtig ist, es gibt immer dieses Gespräch. Egal, ob es jetzt über Funk geht oder direkt vor Ort. Und das ist eben die Methode, das Spiel zu steuern. So, ich cheate mich jetzt mal gerade ganz schnell zurück in mein Schiff.
Wobei, das ist eigentlich kein Cheat, das geht auch normalerweise. Das ist jetzt einfach eine schnelle Methode, in mein Schiff zurückzukommen. Aber wie gesagt, das ist hier in der Demo normalerweise so nicht geplant. Was ich euch jetzt am Ende der Demo noch schnell zeigen möchte, ist ein Angriff auf ein Capital Ship. Ich fliege jetzt mal wieder zu meinen Missionszielen rüber. Und wenn ich das jetzt nicht verpasse, dann sollte jetzt eigentlich so langsam ein Angriff durch ein Capital Ship passieren. Ich soll hier hinten diese Frachtschiffe begleiten. Und in den letzten paar Minuten diese Frachtschiffe, die ich hier beschützen soll, werden meistens kurz vor Ende der Demo angegriffen durch einen Capital Ship der Plutarch Mining Corporation. Da, jetzt wird's gerade. Könnt ihr den Ton von der Demo hören? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt gab es ein neues Objective und da ist das Schiff gerade reingesprungen. Jetzt habe ich leider den Sprungeffekt nicht gesehen, aber wie ihr seht, geht hier sofort der Kampf los. Was man jetzt da eben auch sehr schön sehen kann, ist, dass ich jetzt als Missionsziele Oberflächenpunkte auf diesem Schiff bekomme. Das heißt, es gibt jetzt hier jede Menge einzelne Turrets, die ich einzeln abschießen kann. Ich muss jetzt nicht das Missionsziel zuerst angreifen, aber ich sollte mich immer bewegen. Wichtig ist, ja, das erste Ziel, was er für mich ausgesucht hat, ist halt dieses hier. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall sehr stark meinen Strafe Drive einsetzen, weil ich ansonsten halt natürlich sehr schnell von den Turrets getroffen werde. Was ihr hier auch sehr schön sehen könnt, man könnte ins Innere des Schiffes reinfliegen und das, obwohl das Schiff sich bewegt. Ich steuere jetzt nicht mehr. Das Schiff, das Capital Ship, dreht sich und ich drehe mich mit. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr überhaupt euch mit einzelnen Elementen an der Oberfläche des Schiffs beschäftigen könnt. So, jetzt sind natürlich auch meine nicht-guided Missiles, die einfachen Dumpfire-Rockets, ziemlich nützlich, denn die kann ich jetzt hier auf dieses Capital Ship relativ bequem abfeuern. Was normalerweise eine sinnvolle Tätigkeit ist, ist zuerst mal hier hinten das Triebwerk des Schiffs zu zerstören. Außerdem bin ich da so ein bisschen im Schatten der Turrets, da habe ich einen Moment Ruhe. Sobald das Triebwerk einmal zerstört ist, kann das Capital Ship nicht mehr weg. Und dann habe ich einen großen strategischen Vorteil. Wie ihr seht, ist mein Schiff hier an dieser Stelle schon ziemlich stark und ziemlich overpowered und dieses Capital Ship ist nicht besonders stark. Natürlich ist es normalerweise nicht ganz so einfach, gleich ein Capital Ship zu zerstören. Wenn ich jetzt Glück habe, jetzt habe ich alle meine Raketen verschossen, bleiben mir noch ein paar Guided Missiles. Gucken wir mal, ob ich damit noch Glück habe. Da war noch ein Schildgenerator, das Ding da in der Mitte, das sind Schildgeneratoren. So, den haben wir jetzt auch. Gibt es noch einen Turret. Ihr könnt auch sehen, dass ich durch die Controllersteuerung hier ein bisschen Hilfe bekomme. Ich muss nicht ganz präzise zielen. Seht ihr, sobald das Soft-Target gewählt ist, hilft er mir beim Schießen. Ah, da hinten ist noch ein Turret. Noch ein Ziel an der Unterseite. I'll be on Skunk. We can't raise most of our ships. How many are with you? Not many. We need additional ships to search for survivors. Understood. Ships are on their way. Okay, diese ganze Demo hat jetzt natürlich ein bisschen den Schwerpunkt auf den Kampf gelegt, aber wie ihr die von euch, die die X-Spiele kennen, die werden wissen, dass das natürlich nur ein kleiner Aspekt ist. Deswegen hier am Schluss auch nochmal Trade, Fight, Build, Think. Denn das sind die Headlines, die immer für unsere Spiele gestanden haben und das wird sich auch nicht ändern. Ihr könnt natürlich auch im neuen Spiel Stationen bauen. Ihr könnt Handel treiben, habe ich ja eben schon erwähnt. Und das Allerwichtigste, der Spirit der X-Spiele, das war immer, dass ihr im Grunde selber die Freiheit habt, zu entscheiden, was ihr machen wollt. Das heißt, auch wenn es einen Plot gibt und der hoffentlich viel besser ist als alle X-Spiele der Vergangenheit, der euch leichter in das Spiel einführt und euch wirklich das Universum vorstellt, ist es trotzdem so, dass sobald dieser Plot einmal beendet ist, ihr in eine Sandbox entlassen werdet und selber entscheiden könnt, wer ihr seid.
ob ihr Händler seid, ob ihr Piraten seid, ob ihr nur ein Mogul sein wollt, der große Stationen baut und damit sein Geld verdient, das liegt bei euch. Ihr bekommt das Universum im Grunde auf dem Silbertablett geliefert und der ganze Plot hilft euch dabei, ein bisschen reinzukommen, vor allen Dingen eben Leuten, die die X-Spiele noch nicht kennen, aber danach ist es im Grunde euch freigestellt zu machen, was ihr wollt. Das ist im Grunde das Allerwichtigste bei den X-Spielen immer. Und das ist auch das, was sich nicht verändert von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das ist gleich geblieben. Okay, ich glaube, das war so ziemlich das Wichtigste in Kürze. Und das Spiel kommt raus am 15. November. Ich hoffe, dass ihr es dann alle kaufen könnt. Und ja, das war's von mir. Where your actions truly matter.